Papier. Das ist ein 400er Papier auch vom Accenter. Damit tun wir das jetzt nochmal ganz leicht. Kann man auch wieder knicken. Ja, das ist nur ganz leicht geknickt. Eine richtig schöne glatte Oberfläche zum Arbeiten. Nochmal kühlen, noch mal irgendwo ein bisschen rauer, da ist noch ein bisschen nachschleifen. So, abstauben und dann können wir schon anfangen. So, zuerst tun wir das jetzt ein bisschen im Hintergrund weiß grundieren, dass wir dann mehr mit Farben arbeiten können. So habe ich ein relativ ungedünntes Weiß jetzt genommen. Das wird jetzt erstmal ein bisschen eingefärbt. Da sieht man jetzt so ein bisschen von der Holzstruktur noch so, aber das ist ja so gewollt. Das ist ja jetzt nicht unbedingt negativ, weil man kann ja ruhig sehen, dass es Holz ist. Und das wird mal ein bisschen grundieren. So, also für die Nixe. Da haben wir uns eine Zeichnung angefertigt. Zeige ich jetzt mal kurz. Das sieht dann so aus. Ich glaube, das sieht man jetzt gut. Ja, mal gucken. Ja, kann man ganz gut sehen. So. Das schneiden wir uns aus. Also machen wir uns zuerst mal leichte Schablonen, weil bei der Größe sollte man schon ein bisschen ein paar zumindest Konturen und Gesicht wegen den Proportionen eine Schablone haben. Das macht da schon Sinn. Vor allen Dingen für jetzt so Leute, wo das jetzt nicht jeden Tag machen und das geschwind aus dem Handgelenk spritzen. Als Unterlage zum Schneiden kann man entweder nimmt man also eine Schneideunterlage aus dem Schneiderbedarf, da sind sie am günstigsten. Was aber auch geht, ist ein altes Stück Linoleum. Das hat fast die gleiche Wirkung wie eine spezielle Schneideunterlage, nur kriegt man halt bei so Dekorationsgeschäften und so weiter, kriegt man die Reste oft kostenlos, da kostet einen nichts. Da haben wir jetzt schon mal ein bisschen vorbereitet, weil das Schneiden müssen wir ja jetzt nicht unbedingt zeigen. Also da haben wir jetzt mal so eine Außenrumschablone, das was innen rausgefallen ist, da haben wir uns jetzt die Kleinigkeiten schon mal ausgeschnitten. Also da das Gesicht und Bikini-Oberteil und so weiter, das ist dann später zum Hintergrund wieder einfügen. Und das werden wir jetzt verwenden, jetzt spritzen wir aber erstmal den Hintergrund, also das eigentliche Meer, das wollen wir in Rottöne halten. Wir haben dann eine spezielle Hautfarbe für die Nixe, also für die normale Haut, haben wir dann auch schon angemischt. Ich muss mal gucken, wo ich die hingestellt habe. So, das ist eine relativ dünne Lasur. Wir tun das erst dann weiß auslegen, schattieren und dann einfach praktisch einfärben. Das ist eine Mischung aus Zyangelb und ein paar Tropfen Grün. Also man muss das jetzt mal einfach mal ausprobieren, wie einem der Ton am besten gefällt. Wenn man mehr Gelb reintut, beziehungsweise mit dem Grün steuert man die Helligkeit. Das wird dann nachher dann nochmal fast 50% Wasser auf jeden Fall nochmal dazu. Und jetzt über den Anteil von Magenta, das erzähle ich von Zyan, vom Anteil Magenta zu Gelb und so weiter, steuert man praktisch den Farbton. Muss man einfach da mal so ein bisschen rumexperimentieren, immer so ein paar Tropfen und gucken, was da rauskommt, bis man den gewünschten Hautfarbton hat. Mit geschnittenen Schablone kann man das jetzt sich auch schon mal ungefähr zurecht positionieren, wie man das so haben will. Indem man das jetzt hier hinsetzt, so, dann soll jetzt nur so eine kleine Nixe drauf und der Rest eigentlich wird dann Landschaft, ist relativ einfach zu machen. Und da kommt jetzt hier noch ein Felsen dann hin. Da können wir hier vorne machen wir ein bisschen Fischernetz, damit das nicht so langweilig ist. Da zeige ich auch gleich mal, wie man das macht. Also da haben wir jetzt vorbereitet für Fischernetz. Das ist so ein Gewebe, wo Mandarinen oder Apfelsinen drin waren.
Das haben wir, wenn jetzt einer nicht einen widerlösbaren Sprühkleber zur Hand hat, der kann auch hier, das ist für Seide, ein Fixierspray verwenden. Das sprüht man also dick ein damit, lässt das ein bisschen ablüften und dann bleibt das klebrig. Das funktioniert dann im Prinzip genauso wie ein widerlösbarer Kleber. Den gibt es zwar von, glaub, 3M und ein paar anderen Firmen, ist aber erheblich teurer wie dieses Fixierspray von Marabu. So, jetzt kapieren wir das schon mal, bevor wir da Wasser und Hintergrund spritzen. Also das soll jetzt hier so hin. So, jetzt drücken wir das da einfach auf und das bleibt dann praktisch bis zum Ende auch drauf. Mal hoffen, dass es auch schon lange klebt. Aber es macht schon ganz guten Eindruck. So. Das haben wir jetzt gut angedrückt. Das kann da so liegen bleiben. Für den kompletten Spritzgang. So. Und jetzt spritzen wir gleich erstmal oben den Horizont und dann später das Wasser unten. Und fügen dann Felsen und dann ganz im Hintergrund an. Ich habe jetzt erst ein Indischgelb. Da kann man also beim hellsten Farbton anfangen. Der Horizont brauchen wir jetzt noch nicht zu berücksichtigen, weil wir unten nachher das Wasser, das wird dann auch schon in Ton gehalten, weil wenn man jetzt oben einen kräftigen Sonnenuntergang hat, färbt sich natürlich dementsprechend auch das Wasser dann rötlich. Jetzt müssen wir das mal so ein bisschen einfärben. Und so ein Horizont, der wird ja zur Tiefe hin, wird er in der Regel heller und die Farben sind ja nach oben hin, das wirkt ja wie ein Trichter, sind sie dementsprechend kräftiger. Ja, schon wieder leer, gleich nachfüllen. Kleine Pistolen, ja, für die Fläche nicht so geeignet, aber so. Jetzt nehmen wir ein Orange. Dann nehmen wir auch, putzen wir das noch gelb leer. So. Nehmen ein Cadmium Orange. So, lässt das nach unten hin dann heller werden. Auch schon ein bisschen näher rangehen, kleine Verläufe spritzen. Oben kann man ruhig schon mal ausfüllen. So. Jetzt sollte man nicht ein ganz kräftiges Rot nehmen, sondern das immer so leicht brechen, weil sonst wird das zu grell. Wenn wir da jetzt ein pures Rot nehmen, also wir haben da jetzt so ein richtig kräftiges Rot drin, das ist Kaminrot, da geben wir jetzt einfach einen Tropfen von dieser Hautfarbe rein. Ah, unser Netz löst sich schon wieder, das muss ich gleich wieder andrücken. Mische ich das kurz in der Pistole durch, indem ich ganz vorsichtig vorne einen Zeber drauf halte und dann den Luftabzug betätige. Und dann sieht man das, wie sich das in der Pistole mischt.